Und willkommen zu einem neuen Let's Test. Zu einem neuen gruseligen und schaurigen Spiel. Oh ja. Und zwar geht es heute um Slender im Hospiz. Genau. Heute wird es also noch mal so richtig komisch und gruselig. Ihr werdet es mir glauben. Wir müssen auch hier unsere 8 Seiten finden, um dem Slenderman zu entkommen. Und als erstes gehen wir hier in diese Richtung. Rechts oder links? Was wird wohl besser sein? Ich kann es euch nicht sagen. Das Ganze wird nicht ohne sein. Ich werde es euch jetzt schon verraten. Der Slenderman ist uns auch hier auf der Spur. So viele Richtungen, die wir hier gehen können. Doch welche ist richtig? Wir trauen uns jetzt hier mal lang, in der Hoffnung, dass wir hier was finden werden. Das soll ein Hospiz sein. Stromkästen. Und dort ist der erste Zettel. Slow, painful death. Unser erster Zettel von 8. Und die schaurigen Soundeffekte sind auch wieder mit dabei. Zwar diesmal nicht ganz so laut, aber sie sind da. Wir gehen mal hier vorsichtig lang. Übrigens auch wieder ein Let's-Test, was aus 2 Teilen bestehen wird. Damit es auch schön gruselig sein wird. Weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt lang gehen soll. Wo sind wir jetzt hier schon wieder? So viele verschiedene Wege. Wir gehen geradeaus. Can't run, can't hide, can't run, can't hide. Der zweite Zettel von 8. Und es wird immer gruseliger. Wo lang
sollen wir nur. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist nur wichtig, dass wir unsere Zettel finden. Und zwar rechtzeitig, bevor das Slenderman uns findet. Und diese netten Soundeffekte sagen mir schon, ich ahne nichts Gutes. Überhaupt nichts Gutes. Aber ganz und gar nicht. Ein weiterer Zettel. Always hunting. Es wird immer lustiger hier. Ich kann es euch jetzt schon verraten. Die Sounds werden echt immer netter. Und schauriger. Wo lang sollen wir? Und was machen wir überhaupt hier? Und wo sind die restlichen Zettel? Ich weiß es einfach nicht. Hierbei. Save me. Der vierte Zettel von 8. Und die Musik, die Soundeffekte lassen mich nichts Gutes deuten. Wie seht ihr das denn so? Also ich auf jeden Fall überhaupt nicht positiv. Wo müssen wir lang? Einfach mal hier weiter. Mit Glück, dass wir dem Slenderman nicht begegnen. Hier liegen Trümmer rum.
Soundeffekte haben das so angedeutet. Und unser Herz pocht, weil wir einfach nicht wissen, wo lang wir sollen. Wo sind die letzten Zettel? 5 haben wir schon. Wo sind die letzten 3? Wir sind am Suchen. Hoffentlich auch bald am Finden. Und weiter geht's mit klopfendem Herzen durch die Räume. Sollen wir noch überall lang? Die Soundeffekte lassen einem auf jeden Fall nichts Gutes deuten. Und das wird immer spannender. Bis in die letzte Minute. You mad bro. Hier waren wir schon mal. Penis an der Wand. Und da ist der Slenderman und er hat uns erwischt. Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Wir hatten schon tatsächlich 5 Seiten. 5 ganze Seiten. Das war schon die 5., 6., 7. Das war schon unsere 6. Seite, die wir jetzt hier haben. Unsere 6. Seite. Und jetzt drehen wir uns nur kurz um. Und der Slenderman hat uns schon erwischt. Tja, wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Versuch starten. Dieses Let's Test Slender Hospiz hat natürlich auch 2 Teile, die ich euch natürlich auch beide näher bringen werde. Das war unser erster Versuch, unser erster Teil. 6 ganze Zettel haben wir also schon gefunden gehabt. Und dann hatte er uns ganz plötzlich überrascht. Tja, man steckt also nicht drin in der Sache. Also bis dahin, bis zum nächsten schaurigen Teil von Let's Test Slender Hospiz.